Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist Natascha und ich zeige euch heute die komplette Monatsübersichtsseite für den Monat Februar 2022. Ich habe mich hier an der, ich sag mal, Umschlagseite orientiert, die ich euch im letzten Video gezeigt habe und verwende die gleichen bzw. ähnliche Produkte wie vorher. Einerseits, weil ich den ganzen Monat ähnlich gestalten wollte und ich habe ja gesagt, ich habe genug von Januar, Kälte, Schneeflocken. Jetzt geht's rund in Farben rosa, rot. Zum Thema Liebe passt das ja sowieso. Und zum Monat Februar mit Valentinstag passt das genauso. Hier habe ich mit Stempelfarbe angefangen, habe die Mitte eingefärbt und die Ecken. Dazu benutze ich wieder die Schablone von Waffelflower mit den Herzchen, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen schöner zu gestalten, das Ganze ein bisschen anzupassen und gleichzeitig auch hier wieder die Schnörkel von Stempelglede, die ich auch in der letzten Seite verwendet habe. Die werden mit dem Hybrid-Stempelkissen eingefärbt und direkt gestempelt. Ich versuche das Papier weitgehend zusammenzuhalten und fange in der Mitte an, damit das Ganze links und rechts passend überlappt. Hier habe ich auch keine wirkliche Vorgabe, wie das auszusehen hat. Ich stempel einfach drauf los. Ich habe hier zwei Schnörkel in zwei verschiedenen Größen. Ich habe mit dem kleinen angefangen, jetzt kommt der große. Den kann man komplett aufdrücken. Man kann auch nur so wie jetzt hier von der Seite rausgucken lassen und so wirkt schon der gleiche Stempel komplett anders. Natürlich auch wieder sauber machen, bevor ihr irgendwas wegpackt. Das ist ja auch so meine Devise. Hier habe ich das Archival Ink Black Suit und damit mache ich wieder diese Grunge Sprenkler, die ich jetzt auch auf der Übersichtsseite hatte. Die werden so ein bisschen an den Kanten entlang gestempelt, um ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Interesse zu wecken und damit das Ganze so ein bisschen lebendiger wirkt und nicht so platt und langweilig. Hier ist noch ein bisschen Stempelfarbe, ein paar Stempel und jetzt kommen noch die Sprenkler mit dem Metallic-Farben von Action. Und schon ist das Ganze eine runde Sache und zumindest meinem Geschmack entsprechend passt das ganz gut. Hier habe ich den Heißföhn rausgepackt und habe angefangen zu trocknen. Dazu muss ich was sagen. Also wenn ihr so wie ich mit dem Friction arbeitet, mir ist das schon mal einmal passiert, solltet ihr natürlich kein Heißföhn verwenden, weil dann verschwinden eure Schriftzüge. Hier ist das gar nicht so tragisch, weil das ist ja tatsächlich die Übersichtsseite und die Rückseite davon. Und das geht halt über in die Monatsübersichtsseite und da ist der Friction noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Außerdem wollte ich das Ganze ein bisschen beschleunigen, damit das Video halt auch nicht allzu lang ist. Normalerweise sprenkle ich drauf los und tue das Ganze beiseite. Hier habe ich allerdings das Problem, dass ich ja gerne mit zwei Farben arbeite. Das heißt, die eine Farbe sollte schon trocken sein, bevor man mit der zweiten rangeht. Wie ihr es im letzten Video gesehen hattet, habe ich ja die Buchstaben für den Monat Februar schon vorbereitet und bereits ausgestanzt. Die werden jetzt aufgeklebt und ich meine, wenn es hier passt, glaube ja, ich habe hier einen Buchstaben vergessen. Und das ist mir, glaube ich, erst später aufgefallen, als ich die Fotos gemacht habe. Und dann habe ich dann den Buchstaben einfach noch dazwischen gesetzt. Genau, da fehlt der Buchstabe B. Das ist immer so schön, das Ganze quasi auch zu sehen. Ja, Februar. Aber auch solche Fehler passieren mir und ich bin ganz ehrlich mit euch, das passiert jedem Menschen. Man kann sowas aber halt auch ganz gut retten. Obwohl das jetzt mit Flüssigkleber geklebt war, konnte ich das noch anlösen.
Hier geht's los mit dem Stempeln. Hier habe ich ein rosa Hybrid-Stempelkissen und ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Stempel herkommt, aber das ist so ein Banner und den stempel ich einfach drauf los. Das ergibt dann die Wochentage, also Monat Februar von Montag bis Sonntag. Also brauche ich insgesamt 7 Stück davon. Und je nachdem, manchmal ist der Abdruck halt nicht sauber genug, dann wird halt die Farbe noch ein bisschen aufgetupft und zweimal gestempelt. Dann ist das auf jeden Fall die Fläche besser. Also das Hybrid-Stempelkissen von Nuvo ist so ähnlich wie das Oxide von Distress. Das heißt, ihr habt eine Kombination aus Pigment und Dye-Ink, glaube ich. Und das hat halt beide Vorteile. Und ich meine, das Stempelergebnis ist schöner und ja, ich habe bis jetzt nur die von Nuvo getestet, aber vom Verhalten her, was ich gehört habe, müssten sie ziemlich gleich sein. Und wie heißt es immer so schön, benutzt das, was ihr habt. Es funktioniert auch mit einem Dye-Ink. Gerade in den hellen Farbtönen ist das an sich total egal. Hier setze ich auch schon die Wochentage drauf, das sind Clear Stamps, das heißt, ich kann genau sehen, wo ich die setzen müsste, damit das halt einheitlich ist, damit das halt gleich links und rechts Abstand hat und und. Ich habe das jetzt mit dem Archival Ink Black Suit gestempelt und wie ihr seht, ein Durchgang, alle 7 Abdrücke vernünftig gestempelt. Ja, mit dem Stempel komme ich auf jeden Fall sehr gut klar. Die verwende ich auch öfters. Das ist übrigens Stickerpapier bzw. Labelpapier. Also hier habe ich das rausgeschnitten. Ich habe die natürlich alle mit der Schere von Hand ausgeschnitten und schon soweit aufgelegt. Vorgearbeitet habe ich auch die Herzchen. Und zwar sind das gestanzte Herzchen aus Tonpapier in Rosa. Das Papier müsste auch vom Action sein, genauso wie die Stanze. Das ist nämlich die Stanze, die bei der Stanz- und Prägemaschine schon dabei gewesen ist. Müsste, glaube ich, sogar das größte Herz sein von dem Set. Ich habe die mir halt schon zurechtgelegt, um zu gucken, wie ich die platzieren muss, damit ich auch wirklich alle Wochentage vernünftig drauf bekomme. Im Januar hat mir das leider also nicht so zugesagt, wie ich das gezeichnet hatte. Und der Februar, da habe ich gedacht, machen wir was anders. Machen wir das Ganze mit Herzchen. Das heißt, für jeden Wochentag steht ein Herz. Die werden jetzt halt dementsprechend auch aufgeklebt. Auch wieder mit meinem Lieblingsflüssigkleber. Mit ein bisschen Abstand. Wie ihr seht, ist auch die linke Seite viel kräftiger besetzt als die rechte Seite. Da sind halt 3 Wochentage. Auf der rechten Seite habe ich, nein, auf der rechten Seite habe ich 3 und auf der linken 4 Wochentage. Aber so passte das halt für mich, fürs Auge am besten. Ich hatte auch bei der Gestaltung mit den Stempeln und mit den Schablonen mehr auf der linken Seite gehabt. Und auf der rechten sieht man halt mehr davon, was dann sozusagen nicht verdeckt wird. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, weil das sind einige Herzchen, die ich aufkleben muss. Wie ihr seht, habe ich die Wochentage auch soweit schon vorgeklebt. Montag und Dienstag sind fertig. Und wie das nun mal so ist, da verschiebt sich das eine oder das andere. Und da habe ich gesehen, dass die Wochentage Dienstag und Donnerstag mit die längsten sind. Und die würden nebeneinander noch nicht mal wirklich passen. Das heißt, ich muss auch da schon ein bisschen improvisieren und das Ganze so kleben, dass das ein bisschen überlappt, aber noch auf der linken Seite ja Platz genug hat. Wir werden dann gleich sehen, wie ich das Ganze löse. Genau, dann kommt erst der Donnerstag drauf, dass ich dann bis zur Kante klebe und der Mittwoch wird ein bisschen tiefer angesetzt,
und überlappend über Dienstag und Donnerstag geklebt. Das Loch, was ich jetzt ein bisschen verdeckt habe, oder beide Löcher, die werden jetzt mit der Crocodile freigestanzt. Das mache ich dann halt am liebsten von der Rückseite. Ich muss ja sehen, was ich stanze. Und die Crocodile hat zwei Größen und die größere der beiden ist halt für meinen Planer ideal. Das heißt, ich musste mir keinen zusätzlichen angepassten Stanzer für die Lochung kaufen. Es ist zwar ein bisschen zeitaufwendig, wenn ihr dann sechsmal stanzen müsst, um sechs Löcher anzusetzen. Aber mich stört das wirklich nicht und so habe ich, glaube ich, 20, 30 Euro gespart, anstatt mir einen Stanzer extra für die Abstände zu kaufen. Wir arbeiten uns langsam durch. Jetzt sind es nur noch 3 Wochentage, die übrig geblieben sind. Wie ihr seht, habe ich mit der unteren Reihe angefangen, um den Abstand gleichmäßig zu halten, damit halt links und rechts etwa gleich viel Abstand sind. Und dann von unten nach oben wird geklebt. Und die Wochentage kommen natürlich wieder zum Schluss. Manchmal ist es echt schon interessant, einem selbst beim Basteln zuzuschauen. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es jetzt über einen Monat her, als ich diese Videos gedreht habe. Nur ich bin dann zeitlich nicht mehr dazu gekommen, diese zu bearbeiten und zu schneiden und vor allem nachzusprechen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das mit dem Voice-Over beibehalte. Mir gefällt es selber besser, als Musik dabei laufen zu lassen. Ich gucke gerne selber YouTube, während ich am Basteln bin. Und ich finde es interessanter, jemandem zuzuhören. Ich muss noch nicht mal wirklich die ganze Zeit auf den Bildschirm schauen. Aber wenn jemand mich unterhält und mir sagt, was er gerade tut, dann muss ich teilweise wirklich nicht mal drauf schauen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und Musik ist für mich, ja, wenn ich Musik hören wollte, kann ich das auch ohne YouTube. Und dann muss ich wirklich mich konzentriert auf das Bild oder sehr viel mehr aufs Bild konzentrieren und hinschauen, um zu sehen, was diese Person macht, weil es gibt ja keinen Text dazu. Hier habe ich die Scrapberries-Platte genommen und geguckt, ob ich denn die Motive auch jetzt für die Monate nehme. Habe mich aber zum Ende hin für Harry entschieden. Oder für Henry. Für Harry. Nein, Henry. Das sind Wolf of Joy Stempel. Die gibt es leider nicht mehr so auf dem Markt. Aber ich habe eine große Sammlung von den Stempeln. Und gerade Gummistempel. Also ich glaube, die überdauern mich noch. Die kann ich wahrscheinlich noch vererben. Hier habe ich einen kleinen Henry mit einem Herz in der Hand. Und etwas größeres Motiv, ein großes Herz und Henry, der quasi hinter dem Herz steht. Dieses ist nicht montiert, das heißt, ich musste mit Klebeband ein bisschen rumfuschen und das Ganze ja, wie ein Clearstamp sozusagen ohne, ja, oder mit Gummimatte dazwischen stempeln. Hier ist es auch wieder Archival Ink und Black Suit und mein heißgeliebtes Aquarellpapier. Das Ganze mehrmals gestempelt, damit der Abdruck sauber ist. Natürlich auch wieder das Reinigen danach nicht vergessen. Und dann können wir eigentlich schon mit dem Kolorieren anfangen. Hier hole ich euch nä näher dran. Da sind wieder die Stress-Reinker. Die habe ich ja in meiner Palette vorbereitet und die werden halt in letzter Zeit immer benutzt. Also es ist wirklich selten, dass ich mal was anderes zur Hand nehme. Ich kann damit halt wie mit Aquarellfarben das Ganze mit Wasser verdünnen und selbst, sage ich mal, hier seht ihr, das ist eine einzige Farbe und je nachdem, wie stark ihr das Ganze verdünnt, habt ihr dann einen helleren oder stärkeren Tonverlauf. Und Aquarellpapier ist natürlich für Aquarellfarben am idealsten. Ihr könnt es nass machen, es verbiegt sich nicht, es nimmt das Wasser gut auf
Und vor allem raut es nicht auf. Also ich hatte das bei Karteikarte oft, dass dann, wenn man zu viel dann über dieselbe Stelle geht, dass dann Papier irgendwann kaputt geht. Das fusselt dann und das ist halt wirklich nicht schön. Hier habe ich mit Rosa angefangen. Erst das Herz, dann die Öhrchen, die Nase und natürlich die Wangen. Also es geht nichts über rosa Wangen. In denselben Farben habe ich auch den Schwanz ausgemalt. Und hier gehen wir in den braunen Bereich über. Auch da sehr stark verdünnt das Ganze. Ich fange lieber heller an und arbeite mich dann langsam mit dunkleren Tönen voran. Wenn der Grundfarbton aufgetragen ist, gehe ich dann mit derselben Farbe, nur etwas konzentrierter, wieder rein und setze mir so die Schatten oder die Bereiche, die ich halt etwas dunkler haben möchte. Und verwische das Ganze wieder mit Wasser. Das verblendet halt und geht. Der Übergang wird dann halt weicher und man sieht halt nicht, wo der Pinsel aufgehört hat. Man nennt das auch Verblenden. Also bei den Öhrchen habe ich wieder denselben Braunton, nur halt wieder viel stärker verdünnt. Ich gehe auch mit dem Braunton in den Schwanz mit rein, damit das halt nicht allzu rosa wirkt. Natürlicher. Hier gehe ich wieder zurück zum Herzen und konzentriere auch da die Farbe stärker und versuche halt den Kontrast auszuarbeiten. Das heißt, ich verstärke den Farbton. Und wenn ich mit dem Herzen fertig bin, sind es halt dann wieder die Wangen, die Öhrchen, die Nase. Die Schritte wiederholen sich. Bei dem Braun genau dasselbe. Stärkere Kontraste. Auch hier gehe ich mit dem Braunton wieder ins Herz rein, um die Schattierung wieder auszuarbeiten, weil kein Gegenstand ist in sich nur einfarbig. Ihr habt immer so ein bisschen Schatten mit drinne, ein bisschen Struktur. Bei dem kleinen Henry läuft es ganz genauso. Hier habe ich irgendwie auch mit den Rosatönen erst gestartet und dann geht es mit den Brauntönen quasi das Fell oder Hautfarbe, je nachdem, wie man es möchte. Auch wieder erst mit hell und dann wird das Ganze wieder konzentriert und schattiert. So kriegt ihr auch die Dreidimensionalität eines Charakters oder eines Gegenstands oder einer Person hin, indem ihr wirklich mit Licht und Schatten arbeitet. Da, wo ihr denkt, das Licht kommt her, da bleiben die Bereiche halt heller und die gegenüberliegende Seite sozusagen, da ist der Schatten und da müsst ihr halt dunkler arbeiten. Das kleine Herz ist jetzt im Endeffekt mehr rot geworden als rosa. Aber es passt ja insgesamt zu unserer Seitengestaltung. Jetzt natürlich das Ganze ausschneiden. Ich habe mir überlegt, wo ich die Figuren, die fertig kolorierten Figuren hinplatziere und habe mich dann entschieden, da ich rechts mehr Platz habe, nehme ich das größere Motiv und klebe es halt auf die größere Fläche. Links kommt die kleine Maus mit dem kleinen Herzen drauf. Und dann wird wieder mit Flüssigkleber gearbeitet. Ich versuche das halt so weitgehend, wie es geht, aufs Papier zu kleben. Hier seht ihr, der Sonntag war im Weg, den habe ich wieder angelöst. Das Etikettierpapier lässt es nicht immer, aber wenn man möchte, doch schon zu.
Im schlimmsten Fall hätte ich das neu gestempelt und einfach drüber geklebt, wenn das nicht geklappt hätte. Jetzt natürlich noch den Buchstaben. Wie ihr seht, habe ich hier den Buchstaben B ergänzt. Das heißt, jetzt steht da tatsächlich Februar und nicht Februar wie vorher. Auch wieder mit dem gleichen Farbton. Von unten nach oben arbeiten. Ich habe es mir halt passend umgedreht, damit ich halt mehr Kontrolle drüber habe und nicht komplett die ganze Zeit mit der Hand im Bild bin. Bisschen im Verlauf, das heißt unten konzentrierter, nach oben hin wieder heller, mit Wasser auslaufen lassen quasi. Und wie auf der Monatsübersichtsseite vorher habe ich hier wieder die Herzchen von Scrapberries. Erst die Doppelherzchen mit dem Blau, sag schon, mit dem Rotton von meinem Nuvo Hybrid-Stempelkissen. Da, wo ich denke, wo Platz ist, habe ich das Ganze ergänzt und zugestempelt. Auch wieder mit dem Acrylblock drauf los. Wenn der Abdruck nicht perfekt ist, würde mich das hier an dieser Stelle nicht stören. Das einzelne größere Herz kommt dann zum Schluss. Natürlich auch wieder sauber machen das Ganze und wieder wegräumen. Und ich glaube, so sind wir ziemlich am Schluss angekommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die einzelnen Wochentage. Bevor ich die eintrage, habe ich sie in meinen Planer wieder reingetan, die Seiten. Und mit meinem Friction radierbaren Kugelschreiber trage ich jetzt die Wochentage ein. Auch das hier, das Ganze beschleunigt, so schnell schreibe ich nicht. Vor allem setze ich meistens das Ganze auch noch doppelt übereinander, damit die Farben oder die Farbe Schwarz stärker rauskommt. Der Friction-Stift an sich ist etwas blass. Der ist nicht so krass ins Auge, sondern ein bisschen sachte, damit man das halt auch we wegradieren kann, wenn dann wirklich mal ein Fehler auftritt und man sich verschreibt. Da mir das schon sehr oft passiert ist oder irgendwelche Termine, die ich im Planer drin hatte, sich doch verschoben haben oder nicht mehr stattfanden, finde ich so ein Friction ganz praktisch, weil dann kann man es wegradieren. Da kann man was drüber schreiben und dann ist nicht die ganze Seite versaut. Ja, das war es auch schon und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.